So, let's get ready, ladies and gentlemen. First of all, also a warm welcome for our judgment's first referee of the upcoming match. Make some noise for Mr. Vasna Kovar, Czech Republic. Second referee, we are glad to have him here, Igor Schimmel, Slovakia. And supervisor from Switzerland, Fischbacher. So, fast your seatbelt. First of all, we wanna introduce the guest, the Starting Six from Dynamo Apollon, number 5, Sears Teals, number 7, Jack Williams, number 10, Michael Van Zeist, number 16, Yannick Buck, number 19, Rick De Weyer, number 22, Eric Van der Schaaf, Libero, and Nils Lipke. Head coach, Redbart Sleitmann. So, wir blicken ins Lager vom Team Dunkelblau. Macht es laut, meine Damen und Herren, hier sind die Jungs, die Starting Six, Hülbert Tirol, Innsbrucks, Osten, Nummer 1, Pedro Franchez. Osten, Nummer 3, auf dem Rückenblick, Luan Posse, Weber. Nummer 7, er ist zurück, Arthur Barth. Die Nummer 11, Michael Vorderplane. Und die Nummer 15, El Capitano Niklas Kotala. Die Nummer 16, Nicola Salzi. Libero mit der Nummer 6, Timothy McIntosh. Und ebenso Libero Felix Ricciarona, Head Coach Stefan Pitanski. So, meine Damen und Herren, es ist angerichtet, es ist Punkt 20 Uhr. Wir läuten für ein zweites Match, erste Runde. Let's get loud, klang du herzlich vor! Thank you.
ist dein Auftrag, meine Damen und Herren? So, und wir wollen es wissen, einige Gäste sind jetzt hier mit angereist. Who's supporting the Team Dynamo Apeldoorn? And who's supporting, wo sind die Fans von Hypo Tirol? Abfahrt, Pedro Frances, fünfter Service. So, wir unterstützen Pedro, alle Hände nach vorne, oh, Hände nach vorne, oh, jeder, oh, oh. Still again. So, mit dem Trickshot. Erster Punkt für die Gäste. Aktuell ein 5:1 auf der Anzeigetafel und die Nummer 5 am Service. Der Erfinder des Champions 8:6.
die Nummer 10, Michael van Zeist, der Mittelblocker der Gäste, Arsens. Thank you.
zeigt sie mal aus, entschuldigt sich, hat sich versehen. 16 am Service der Gäste, namentlich Yannick Back, der Außenangreifer. Rechts.
für alle die letzten Sekunden an. 5 Sekunden, dann geht's weiter mit Rückenwind. Kitzlein Krimi hier zum Halbzeit 23.
zum bestmöglichen Zeitpunkt aus Sicht von Ilpor. Zum bestmöglichen Zeitpunkt. Chance auf den Ausgleich. Kind, das ist Ruhe über. Service.
du, ich hab ihn sicher. Die Nummer 5 bleibt zum Service 0-2. Auf geht's. So, der Wake-up-Call. Wir brauchen den Restart. Wir brauchen den Restart. Kommt mal hoch. So, der Einsatz stimmt hier auf jeden Fall einmal kräftig. Du wirst eine Tour atmen. Der zweite Satz ist noch junger. 4 Punkte in die Führung für den niederländischen Meister. Service.
So, wir sind live im TV. Wir wollen wieder einmal zeigen, was Innsbruck hat. Alle Hände nach vorne, Innsbruck. Alle Hände nach vorne. Alle Hände nach vorne, Innsbruck. Hände nach vorne, auf die Bühne, Hände nach vorne. Sehr gut. Hüpfelbühne ist sowieso dabei. Up and down. Rückenwind für die Jungs zur Führung. Wir starten mit vorne. Thank you.
jetzt nichts. Wie gestern Strategie hier, wie beim Dachdecker allzu festen Aufschlag vermeiden. Ball bleibt in der eigenen Hälfte. Auf geht's, Innsbruck! Everybody clap your hands! So, zum Ausgleich hätte es hier einen Fall mehr geben sollen. Everybody clap your hands! Immer wieder! Join the beats, clap, 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 clap! Dieser Break bleibt verwehrt. Wir sind wieder im Kleinschritt-Tempo 16-15, die Nummer 10 der Niederländer.
Den holen wir uns
gemeinsam, meine Damen und Herren, mit voller Lautstärke. Jetzt der Ball ist freigegeben. Los geht's. Ihr kennt das Spiel.
47. Von 1
this yours, T. Lewis, the middle blocker. It's yours, T. Lewis. Unfassbar!
kurze Verschnaufpause, holt euch frische Getränke, alles für euch hier erhältlich, auch ein Snack für zwischendurch und dann frisch gestärkt in Satz Nummer 3. So, jetzt Programm, da geht's noch. So laut wie es geht. Touching more. Everybody. Reaching out. Touching me. Touching you. Let's go. Come on, y'all. Check it out, y'all. I don't care.
bei unserem Feier hier in der Universität. Herzlich willkommen, der Uzi-Halle. Der Rückersatz, der Grundstein zum ersten Punkt. Beide Teams haben wir auf dem Match verloren. Es geht um den ersten Punkt.
So, er ärgert sich zurecht. Weiter geht's. Der Block steht stabil. Der Winkel fällt ins Aus. Immer noch die Führung für everybody clap your hands.
die Fingernägel, Niklas Knotala. Die Fanclub, die Beine von den Hidden Boys auch wieder im Stadion.
mächtig on fire. So, die Entscheidung steht jetzt aus. Der erste Punkt in der Champions League. Wenn unsere Jungs hier Satz Nummer 3 für sich entscheiden, dann wäre der Grundstein gelegt für ein Finale am morgigen. Am morgigen Sonntag gegen den finnischen Meister. Dazu braucht es hier mindestens einen Sieg, um morgen die Chance in der eigenen Hand zu haben. Morgen um 17 Uhr. Das entscheidende Match. Alles hängt hier an dieser Begegnung. Es wird ein hartes Stück Arbeit. Ein hartes Stück Arbeit. Aber ein Stück Arbeit, das sich lohnen wird. Wir bringen die Jungs zurück. Die Timeout ist beendet.
dieser Satz war extremst wichtig. Mit diesem zweiten Satz ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt auf dem Zettel in der Tabelle. Alle vier Teams spielen hier die besten zwei Plätze aus und nur diese beiden steigen auf in die Runde 2 Champions League. Und dass Innsbruck Bock auf Champions League hat, das beweist jeder und jede Einzelne hier auf den Rängen. Wir wollen jetzt Satz Nummer 3 und damit morgen um 17 Uhr das entscheidende Spiel in knapp 2 Minuten. Voll Vollgas in Satz Nummer 4, der der letzte werden sollte, hoffentlich aus Hypo-Sicht. Pedro, die Legende Rogers.
schöner Verlagerungsversuch. Jeder Punkt ist hier wichtig. Keiner hat hier Lust auf den Tiebreak. Es wäre ein Nervenkitzel. Par excellence. Die Druckstelle zu legen wird es hier. In Satz Nummer 4. 4:2 für den niederländischen Meister. So, Timothy McIntosh hat den VLS-Kurs mit dem Bellitz-Aufschlag besucht. Mit dem Wohlgestandener. Wer zählt? Als fehlerhafte Annahme. Er hadert noch mit sich. Nehmen wir gerne die Nummer 22. Zur Stelle ist leider nicht gemeldet als siebter Spieler. 5:4. Der war gehoben, wird angedeutet, nicht der Regel entsprechend. Outside, schön abgeschätzt. So, den Punktestand hatten wir gefühlt in jedem der Sätze ein 7-7. Und die Nummer 19 der Gäste macht sich auf den Weg, der Kapitän Rick de Meyer. Sehr gut, sehr gut.
So, nichts passiert, nicht viel zumindest. Ein Punkt geht an die Gäste. Apeldoorn 8, Innsbruck 9. Thank you.
Rekord, wieder an die gleiche Stelle. 16 zu 12, Hände nach vorne, wir unterstützen Pedro. Let's
vom Block zurück. Starker Service an dieser Stelle. Ein Lupfball hinter die Netzkante. Damit formiert sich Fibor für den Empfang des 39. Services in diesem Satz. Ein wenig versteht, man kennt es von zu Hause. 17:22, auf geht's. Uzi, wir gehen in die Timeout. Jetzt ist es soweit. Eine schnelle Runde gestanden. Die Welle zu meiner Linken, meine Damen, zu meiner Linken. Hände nach vorne gestanden. Die Welle, ihr startet die Welle in 3, 2, 1. Die Welle geht so rüber. Hände nach vorne, Jungs. 3, 2, 1. Die Welle über die Gegengerade. Dear guests, you're invited. Join the wave. Alle zusammen. Gegengerade, ihr seid dran. Sehr gut. Jetzt läuft das. Filmtribüne und die Haupttribüne. So, zweite Runde. Und lauter. Und lauter. Schneller. Lauter. Schneller. Wir haben die viel Zeit. Haupttribüne. Oh, einige noch. Sehr gut. Ambulan ist dabei. Und wieder zu mir. Dankeschön. Ich hab sie. Ich pack sie weg. Bis gleich. Los geht's. 22:17. Für alle, jeder nimmt noch eine Münze, eine Kette, wieder eine Münze.
einen finnischen Meister. Wir können es kaum erwarten. Aber bis es soweit ist, seid ihr herzlich eingeladen, mit uns hier zu feiern. Bleibt noch ein wenig in der Musik, es ist Samstagabend. Wir haben gutes Bier, wir haben gute Stimmung. Wir haben Bock hier mit euch, den Sonntag einzuleiten. Und das war noch lange nicht alles.